Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Dave. Und in diesem Video habe ich mal wieder was ganz Schönes. Und zwar eine kleine Bestellung von Valiant Bricks. Also, kennen die meisten von euch wahrscheinlich von Molegode. Sehr, sehr schön. Und hier als erstes fällt natürlich die Schokolade auf, die da drin ist. Und dann sieht man hier auch schon die eigentliche Bestellung. Mehr ist da auch nicht drin. Und dann gehen wir jetzt mal direkt ins Detail. Also wenn wir die erste Tüte aufmachen, sieht man, dass da noch mehrere Tüten drin sind. Und ganz am Anfang möchte ich nochmal ganz kurz auf den Sticker eingehen, der da beigelegt ist. Und auch dieses Freebie hier, sehr, sehr schön. Ich weiß es nicht, wo ich das jetzt in dem Mock direkt benutzen muss oder werde, aber es ist auf jeden Fall sehr schön zu haben. Nun, der Sticker ist auch sehr in Ordnung. Und hier haben wir auch schon die Figuren. Aber davor möchte ich nochmal ganz kurz auf die Visitenkarte eingehen, nämlich dort seht ihr die Internetadresse und ihr könnt Valiant Bricks bzw. Molegode auch auf YouTube, Instagram und Flickr finden. Dann würde ich sagen, los geht's. Holen wir mal die vier Figuren raus. Stellen wir sie mal in Reihe und Glied auf und schauen wir sie uns mal im Detail an. So sehen sie dann ungefähr aus. Und die sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Der Druck ist scharf und die Figuren sehen wirklich sehr attraktiv aus. Vor allem der Kollege hier in diesem Flecktarnmuster, also der ist von der Waffen-SS und mit Reichsadler am Ärmel. Ich finde, die Figur ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und das sieht man auch am Backprint, also wirklich überall gut bedruckt und auch sogar unter den Armen, wenn man die Arme hochnimmt, dann sieht man, dass der auch unter den Armen sehr, sehr schöne Bedruckungen hat. Also wirklich sehr, sehr stabil. Und auch die anderen Infanteristen sehen super aus. Das Einzige, was mir da noch aufgefallen ist, ist hier ein ganz, ganz kleiner Riss in dem einen Arm von dem Infanteristen. Ich meine, das kann ja mal passieren und mich stört es nicht besonders. Solange der Arm an der Figur dran bleibt und nicht abfällt, ist es für mich gar kein Problem. Sowas kann sicherlich einmal passieren, aber ich denke, das ist nicht die Regel. Nun kommen wir zur zweiten Tüte. Nämlich dort haben wir nämlich unsere Waffen drin. Ich habe da nämlich zwei solche Overmolded M1 Garands bestellt. Sehen auch sehr, sehr schön aus. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. Ich habe da auch schon eine Alternative, wie man die Waffen noch besser aussehen lässt, wenn die zum Beispiel nur braun sind. Aber dazu mache ich wahrscheinlich noch ein extra Video. Bietet sich ja an. Dann habe ich hier noch drei solche Infanteriehelme und die sehen auch sehr, sehr schön aus. Hier mit Reichsadler auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich mit der Flagge des Reiches, nämlich schwarz-weiß-rot oder eben mit den Farben des Reiches besser gesagt. Und die wirken sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Hier habe ich jetzt noch einen Gunmetal-Helm der Waffen-SS. Natürlich müsste man hier ein anderes Zeichen anbringen, aber ihr wisst, was ich meine. Und der Helm sieht auch sehr ordentlich aus. Des Weiteren habe ich hier noch ein kleines Special, nämlich eine sogenannte deutsche Offiziersmütze oder Offiziershut, welcher auch sehr, sehr schön ist. Und das Interessante ist, was ich da festgestellt habe, dass die ist so ein bisschen gummiert. Also die ist aus Gummi und kein Hartplastik, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das war auf jeden Fall sehr interessant für mich, das festzustellen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Kostet so 6 Euro ungefähr und ja, kann man machen. Dann habe ich hier noch eine, Achtung, German Field Cap M34, also ein Schiffchen. Die ist ebenso gummiert. Sehr, sehr schön. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen bei der Wehrmacht. Dann habe ich darüber hinaus auch noch so ein paar von diesen Propagandaplakaten, nämlich eins von der Waffen-SS. Eintritt nach vollendetem 17. Lebensjahr und der Print ist da auch sehr, sehr schön. Des Weiteren habe ich hier auch noch ein zweites Propagandaplakat, nämlich Infanterie, Königin aller Waffen. Und das ist natürlich auch hervorragend, wenn man das in irgendeinem Mock einfach an die Wand klatscht. Ich glaube, das funktioniert schon sehr, sehr schön. Und als drittes und letztes habe ich dann noch ein Volkssturmplakat, um Freiheit und Leben. Ich finde einfach, das bietet sich super an und ich habe auch noch keinen anderen Hersteller gesehen, der das jetzt so gemacht hat. Ich freue mich schon, das in einem Mock einbauen zu können. Dann habe ich hier noch ein Soldbuch. Wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das in einem Mock einbauen soll oder kann, aber auf jeden Fall ist es sehr schön, dass es beigelegt wurde. Ich finde, das ist auch immer eine sehr, sehr schöne Zugabe. So sehen dann die Figuren aus, wenn man die mit Köpfen und mit den Helmen ausstattet. Und ich finde, die machen doch einen sehr, sehr positiven Eindruck. Ich finde die sehr, sehr überzeugend. Auch der Kollege hier ganz hinten, ja, da hat er sein Zeichen am Helm. Und damit kann man den auch noch ein bisschen mehr distinguishen, also unterscheiden. Und Camo sieht natürlich immer super aus. Und ja, die Soldaten sind halt ziemlich, ziemlich fresh. Ganz ehrlich, ich finde die so nice. Aber ja, das wisst ihr wahrscheinlich von Molegode bzw. von Valiant Bricks. Da, ne, ist man auf jeden Fall überzeugt. Und die machen das wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, der eine Riss in dem Arm, der, meine Güte, das kann mal passieren, ist wahrscheinlich eine Sonntagsfigur gewesen. Also ihr wisst, was ich meine. Hier sieht man dann auch nochmal die Gefreitenabzeichen am Arm. Sehr, sehr schön. Finde ich sehr, sehr nice. Nun kommen wir zu dem wichtigsten Teil dieses Unboxings, nämlich der Schokolade. Da entfernen wir jetzt erstmal dieses Plastikding hier und man muss hier gar nicht drehen, sondern einfach nur drücken, aber ich war ein bisschen lost und da habe ich halt gedreht. Naja, egal, macht halt, ne, die Gewohnheit. Das ist Zartbitterschokolade und dann probiere ich die jetzt auch und ich kann euch nur sagen, ich kann die wirklich gut empfehlen. Also wer auf Zartbitter steht, der bestellt am besten ein paar Figuren bei Valiant Bricks und kriegt dann seine Schokolade dazu und das ist super, kann man definitiv machen.
Und für diejenigen, die jetzt hier gleich in Panik verfallen, keine Panik. Es wird auch ganz normaler Content wiederkommen, also nicht immer nur Unboxings und Reviews. Es wird auch ganz normaler Content kommen, wie zum Beispiel Mocs oder sowas, also gar kein Thema. Zurzeit bin ich gerade an einem sehr, sehr schönen Modell dran, mit hervorragenden Funktionen. Ist halt das Ding, also ich habe sowas noch nie gesehen in dem Scale mit diesen Funktionen und da bin ich sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Es ist noch nicht fertig, es ist auch noch nicht reif genug, um da irgendwas zeigen zu können, aber es wird was sehr, sehr Schönes. Es wird, also ich kann euch so viel verraten, es wird ein schönes kleines Fahrzeug. Ein Traum jedes Lego WW2 Modellbauers, glaube ich. Und ich würde sagen, das wird ziemlich überzeugend. Also keine Panik, es wird bald wieder normaler Content kommen oder auch Packs und Flaks und so Kram wird auch kommen. Und in der Zukunft werde ich mich darauf spezialisieren, meine gesamten Modelle in Dark Bluish Grey zu bauen. Das heißt, auch Tutorials zu Modellen werden natürlich auch in Dark Bluish Grey dann kommen und nicht immer nur in Light Bluish Grey, weil das passt natürlich auch mehr zu der Infanterie jetzt. Und von daher glaube ich, dass es ziemlich, ziemlich nice wird. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf Instagram vorbeischauen. Dort gibt es ja immer wieder neuere Informationen, für die es sich einfach nicht lohnt, ein Video hochzuladen. Und dann werden wir sehen im nächsten Video, nächsten Freitag oder vielleicht schon davor. Es kommt immer drauf an, wie ich gerade ein Video fertig habe und dann wird es natürlich so reingepackt, dass es halt schön in den Flow reinpasst. Manchmal klappt es nicht ganz, aber ich versuche zumindest einmal pro Woche ein Video zu machen und dann sehen wir dann, wie es weitergeht. Was würdet ihr denn von einem FAQ halten? Also wo ihr einfach Fragen stellt und ich antworte auf die Fragen oder versuche Antworten auf die Fragen zu finden. Das wäre doch auch mal eine Idee. Keine Ahnung, so als 3000 irgendwas Abo-Special. Wäre glaube ich gar nicht so schlecht, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollt oder nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, schaut auf Instagram vorbei, abonniert den Kanal natürlich, Glocke sehr wichtig, nicht vergessen. Und dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.